wir am Rand auf die Lost Place. Pass auf jetzt. Security, bitte verlassen Sie sofort das Gebäude. Sofort raus. Was seid ihr denn hier? Von der Straße. Los, raus. Deshalb haben wir jetzt erstmal Backen gemacht. Die waren überrascht als ich, weil, oder als wir. Weil wir haben ja. Die geht raus, ne? Glocke ist raus. Wir haben ja. Ich habe die Taschenlampe voll drauf gerichtet, das heißt, die haben gar nichts gesehen. Und das waren auch nur Kinder, trotzdem haben sie auch hinterliert, wir haben das schon gehört. Und die verlassen jetzt das Gebäude. Kann ja mal nicht sein. In diesem Sinne. Wir sind in einer verlassenen Berufsschule. Wahrscheinlich ist unser Schwindel aufgeflogen, dass wir keine Security sind. Die wollten jetzt nochmal rein. Christian hat nochmal eine Ansage gemacht. Deswegen nächstes Mal Anzeige und ausweisen. Bla bla bla. Mal gucken, diese Fenster. Die haben auf jeden Fall hier total rumkontrolliert. Wir können ja nochmal vorsichtig gucken, ob die jetzt wirklich weg sind. Wir waren nicht so überzeugend wahrscheinlich als Security, aber. Warte, was ist denn los? Das ist so ein Sportgerät hier in der Etage. Ich habe mal viel Formel passen. Aber Leute, was komisch ist, ne? Überall Militärabsperrung. Freunde, dass ihr Bescheid weißt, ist Stundenplan für nächste Woche. Freunde, wir haben das Chemiegebäude oder den Chemieraum gefunden. Und hier ist ja noch viel zu bleiben. Darfst du schon Wahnsinn? Schaut euch das an. Hier haben wir eine mega geile Bilder. Was noch sehr, sehr gut, was heißt noch sehr, sehr gut? Im Gegensatz zu anderen Zimmer steht hier noch was drin. Freunde, guck dich das an, Wahnsinn. Wir hätten echt nicht gedacht, dass da jetzt noch so viel drin steht in der Schule. Das ist viel zerstört. Der Putz kommt runter von den Decken. Aber in den Chemieraum stehen auf jeden Fall noch die ganzen Tische rum. Hast du die Bilder an der Wand? Heimat und Welt. Na, wer kennt's noch? Wer kennt's noch? Noch ein Bild. Ein cooler Raum hier auf jeden Fall. Mit bildischen an der Wand. Ich zeig euch das mal. Vier Regeln. Pünktlichkeit, Termine einhalten, Ordnung halten und gegenseitiger Respekt. Biologie, gell? Oder? Heil Wochen. Vögel, Kriechtiere, Lorsche. Was bist du für ein Lorsche, Junge?
Freunde, ich muss ein bisschen leiser sein. Die Fenster sitzen immer noch da vor der Tür. Das Typische. Ups. Fernsehgerät der Schule. Das ist der Keller, hier waren wir noch nicht. Hier steht noch eine alte Signalmaschine. Sicherlich vom Wirtschaftskurs oder sowas. Sind da noch Teller. Die typischen Schulteller. So, wir haben das Problem ist folgendermaßen gelöst, Leute. Erstmal haben wir aus dem inneren Eingang die Leiter weggenommen, das heißt, die Kinder können jetzt nicht mehr hier rein. Und diesen Eingang werden wir jetzt erstmal so räumen, dass da keiner mehr hoch und reinkommt. Obwohl der so versteckt ist, den findet so schnell keiner, den Eingang. Und jetzt sind wir fertig. Raus hier.